Michael Stich zunächst im Vorteil, hatte das Spiel im Griff, konnte diesen Vorteil aber nicht so nutzen. Sehr starker Rückhand-Überkopfball von Sampras, der selbst wieder die Initiative ergreifen will, aber dann doch den Fehler macht. Der erste Schritt zum Break wäre wieder mal gemacht, macht auch den zweiten. Ja. Zwei Breakbälle. Wunderschön wieder über die Rückhand zu sehen, wie er ihn dann festgenagelt hat am Netz. Der erste und jetzt der zweite. Ja, da kommt er gerade nur noch an. Tja, und die Zuschauer sind nicht eingeschlafen, das kann man hier deutlich merken. Ja, und da ist es passiert. Ja, Michael, wie er sich anfeuert. 4:2 im vierten Satz. Spielzeit 2 Stunden 30 Minuten. Und Jessica freut sich auch. Ja, so. Hat ein bisschen finster reingeblickt in letzter Zeit. Aber jetzt strahlt sie wieder. Und er ist ein Mann, der die Emotionen rauslässt, Michael Stich. So, jetzt ein ganz wichtiges Spiel. Das Aufschlagspiel nach dem Break. Das ist sozusagen immer die Bestätigung des Breaks. Da kommt. Kunstschlagversuch von Michael Stich. Ja, jetzt ist das Publikum ist voll dabei jetzt. Merkt, wir kommen jetzt in die heiße Phase. Erster Aufschlag aus. Führung für Michael Stich im vierten Satz. Das sieht natürlich hervorragend aus. Michael, der ja meinte, nach dem Spiel gegen Stefan Edberg, dem Erfolg, dem knappen mit 8:6 im dritten Satz, es war vielleicht der wichtigste Sieg für mich. Endlich mal wieder das Erfolgserlebnis, das ich so dringend gebraucht habe. Und hier hat er also nun mit Pete Sampras wieder einen Mann vor sich, der ganz oben in der Weltrangliste steht. Und die Prognose von Michael Stich war ja, wenn ich hier gut spiele bei diesem Compaq Grand Slam Cup, dann hat das sicherlich richtungsweisenden Charakter für das, was ich im Jahre 93 zu leisten imstande bin. Und das, was wir von ihm gesehen haben, insgesamt, lässt uns hoffen, dass Michael
zu alten Erfolgen zurückfindet. Alle Trümpfe hat er jetzt in der Hand. Das Finale hier in München zu erreichen, wo ja bereits Michael Cheng steht, nach seinem Sieg über Goran Ivanisevic. Ganz wenige im Tennis-Circuit spielen diesen Ball so gut wie Michael Stich. Michael Stich ganz nah am Einzug ins Endspiel. Zwei Punkte trennen ihn noch vom Erfolg im Halbfinale. Und sollte er dieses Spiel jetzt hier, dieses Service von Sampras verlieren, dann hat er ja danach eigenen Aufschlag. Also kann momentan ganz locker, unbefangen spielen. Auf seinen Aufschlag kann er sich verlassen. So, jetzt Michael. Volle Konzentration auf das nächste Service. Tja, jetzt gilt's. Jetzt geht's um die Wurst.